Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Ich habe es in der letzten Folge gesagt. Heute nehmen wir das Goblindorf komplett auseinander, nachdem mich die Viecher dort einmal getötet haben. Und das ist jetzt die Rache. Und ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Werd unterwegs wieder penetriert, was ich gar nicht lustig finde. Und dann werden wir noch so gut wie es geht für Darko alles herstellen, was es gibt. Damit wir dann irgendwann gegen Jaglut kämpfen können und dann einmal gen Westen, Osten, Norden und Süden reisen können, um Biome zu finden, die wir noch nicht kennen. Und ja, jetzt darf ich erstmal wieder ranscrollen. Da ist das Dorf. Und wir lassen uns dann einfach mal überraschen, was in den nächsten Folgen alles noch passiert. So, jetzt ist die Frage, ist dort noch ein Schamane oder nicht? Dürfte normalerweise nicht sein. Ich weiß aber, dass dort in dem Haus noch welche drin sind. Deswegen wollen wir mal ganz kurz diesen hier. So. Na, Gänseblümchen brauchen wir bis jetzt noch nett. Alter, wollt ihr mich verarschen? Zu viel! Das ist mir zu viel. Ihr dürft gerne eins... Alter, vier Speerschützen, ernsthaft? Nee. 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 Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. So. Erstes down. Zweites down. Keine Ausdauer mehr. So, dritte ist auch weg. Viertes ist auch weg. Ha! Habt ihr davon? Oh, Münzen, die werden wir brauchen. Die werden wir brauchen. So, jetzt haben wir das und das. Es dürfte maximal noch dort welche sein und dort oben waren dort noch zwei. Hier oben dürfte keiner sein. Hier drinnen ist keiner. Den da oben haben wir schon. Hier ist noch einer. So. Oh, da kommen auch noch mal zwei. Komm. So. Wieder da. Ich bin ja gerade fleißig am Ausmerzen.
So, der fällt dann da runter. Kriegt da schon ein bisschen Damage. Die Kiste ist leer. Die ist auch leer? Okay. Da ist er. Der kleine Pümmelklatscher. So. Alle ausgemerzt. Und es gab noch mal 11 Schwarzmetall. Ich beschwer mich nicht. Ansonsten Kisten sind alle geleert worden. 27 Holz, das reicht auch noch mal zum Durchbrennen. Ja. Jo, jo, jo. Warum bin ich schon wieder zu schwer? Du trägst... Ich habe 3 Holz aufgenommen. Du trägst... Willst du mich verarschen? So. Oh, da liegt ja auch noch ein bisschen was rum. Oh, da liegt ganz schön viel rum. Vor allem Münzen. Okay, es tut mir leid. Ich muss ein bisschen Holz hier lassen. Vier Holz raus, dann komme ich auf genau 300, genau. Wo war... In die Richtung, gut. Ja. Oh. Na komm, du hast mich doch gesehen. Es ist schon wieder Nacht. Wieso ist immer Nacht, wenn ich losfahre? Immer. Ja, ich bin zum Glück gerade auf dem Rückweg. So, jetzt kann ich doch auch hier mal so ein Ding trinken, damit ich mehr Ausdauer habe. Schon wieder so ein Goblin. Oh, und ein Sterne-Goblin. Da war ein Sterne-Goblin. Oh ja, da oben sind noch mehr. Ich will einfach nur in die Base. Scheiße, ich lasse das Holz zurück. Jetzt können wir immer wieder neue Farmen. Das Lustige ist aber, die Goblins greifen die Base nicht an. Das ist ganz seltsam. Ich würde sagen, freu dich, weil sonst wäre sie schon nicht mehr da. Weiß ich tatsächlich nicht, ob die so krass dann abgehen.
Okay, das kommt mit rüber, das kommt mit rüber, das kommt mit rüber, das kommt mit rüber, das kommt mit rüber. Der Rest bleibt hier. So. Kann ich ja mal gucken, was... Was habe ich denn jetzt? Ach, das habe ich ausgewählt. Warum ist das auf der 7? Das gehört da runter. Schmiede-Upgrade. Braucht 2 Bronze und Holz. Ketten, Hirschfell, Holz. Eisen, Holz. Okay. Das ist eine Forge-Verbesserung für den Ofen. Okay, ich glaube, wir müssen so oder so mit dem Zeug dann mal zurückfahren. Ich werde die hier nicht upgraden. Okay. Weil die Erze haben wir hier tatsächlich nicht vorrätig gerade. Deine 20 Eisen, die du gefarmt hast, will ich jetzt nicht für ein Upgrade ausgeben. Das wäre nicht zielführend. Dann werde ich das Eisen da hier gar nicht clean machen. Da können wir das ja dann drüben einschmelzen. Ja, können wir. Weil da ist die Forge-Verbesserung schon. Da arbeitet die Forge auch ein bisschen schneller. Wenn das, glaube ich, noch in der Nähe sein sollte. Aber ja, ich brenne hier weiter Schwarzmetall durch. So, Risiko, mal schnell Vanozian. So, das kommt alles mit rüber. Bei dir geklingelt? Weiß ich nie. Wenn, dann klingelt es nochmal, aber ich habe nichts gehört. Steht auch kein Auto unten, ne? Warte, ich stelle mich mal kurz hier hin und gehe gucken. Nö, hat's nicht. Hat's vielleicht bei dir geklingelt? Das so klingt nicht mein Klingelton. Also, du weißt doch, wie meine Wohnungstür und unten die Haustür klingeln ist. Ungefähr, deswegen, das klang halt ähnlich. Nö, aber ich hätte es ja dann auch gehört. So laut ist das Spiel ja nicht. Wer weiß, aber geklingelt hat bei mir keiner. Was brauchte ich jetzt nochmal alles für eine Werkbank? 10 Holz ganz normal. Und ein Hammer. Für den Hammer brauchst du, glaube ich, 2 Holz, 2 Steine. Denn mein, oder das Boot sprödet gerade schon. So, das können wir tatsächlich hier reinballern. Ich liebe immer noch die Windmühle. Schlicht und einfach. Was war denn jetzt? Was? Was war denn jetzt, weil du auch nö gesagt hast? Ach so, nur alltägliche Gegner, die ich nicht haben will. Ach so. Wenn's weiter nix ist. Oh!
Okay, man kann das Schwert und die Axt tatsächlich noch auf Stufe 3, auf Stufe 4 upgraden. Nee, Qualität Schwarzmetall, Schwarzmetall Schwert auf Stufe 4 verbessern. Brauchst du Schmiedeverbesserung 7 und wir kommen nur auf 6. Obwohl wir eigentlich alles hier in der Nähe gebaut haben, was es gibt. No, ist alles da. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Dum, 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 dum. Das war dort. Ich guck jetzt mal, wo das 99 Portal hinführt. Irgendwo müssen wir da ja rauskommen. Ich weiß wo. Auf einer Krypta. Wo haben wir das Portal gesetzt gehabt? Beim Boss. Genau. Und wir kommen genau auf einer Krypta raus. Nur da fahre ich mit dem Boot jetzt nicht hin, da habe ich keine Lust. Nee. Erstens das und zweitens, du kommst dort auch nicht raus. Mit dem Zeug ja nicht durch das Portal. Ja, deswegen meine ich ja mit dem Boot dahin fahren, um das dann später wegzubringen. Da habe ich keine Lust zu. Ich gucke gerade, eine Kiste hatten wir hier, glaube ich, nicht mehr. Aber Schwarzmetallschrott liegt hier ins rum. Ne, Kiste hatten wir hier auch nicht mehr, gut. Wow. Hätten wir das gewusst, da hätten wir von Anfang an dort in der Krypta farmen können. Hilft ja nichts. Ja, so selten wir, wie wir das Portal jetzt noch benutzen. Das führt dann zu Jaglut, genau. Ja. Was machen wir da jetzt? Ich mach das anders. Ich mach das anders. So.
Jetzt schon irgendwo einen Berserker gesehen gehabt. Wo ist er denn? Das ist eine Nixe, die will ich nicht. Oh, okay, Frame-Einbrüche. Echt was? Ich renne in die Base. Da gab's ein paar Frame-Einbrüche. So. Und hier durch. Muss ich jetzt einfach nach da unten. Doch, du müsstest unser Lok sein. Ja, der schon wieder hungrig ist. Der schon wieder hungrig ist. Oh, hier haben wir ja auch noch ein bisschen was drin, das sehe ich gerade. Da, wo früher unser Ebenenfeld war. Das ist auch noch massig Holz, was wir mit Holzkohle machen können. Werf die raus. Vielleicht kann ich die auch noch tamen. So, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge wird nicht viel passieren, außer mit dem Boot Sachen nach Hause schippern, um für Darko alles herzustellen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.